Hallo Freunde, willkommen bei Minecraft, der Staffel 2. Let's play together. Wieder ohne den Zenedas, dafür mit dem Quanox. Und er immer noch ohne den Zenedas. Jetzt bist du am Laggen. Nice. Jo. So, ich sollte jetzt möglichst hier nicht hart runterfallen. Dementsprechend gucke ich mal, ob ich das auch ordentlich hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Da bin ich hoch, okay. Habe ich noch Erde im Inventar? Ja, habe ich, sehr gut. Ich muss... Ach komm, ey. Ich glaube, der Server laggt. So. Und Wasserfahrstuhl. So. So, jetzt könnte es sein, dass es ein bisschen besser ist mit dem Laggen. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht ausprobiert, aber gerade eben ist eine Abbauanimation festgestanden. Ach so, mit dem Server. Ach so, ich dachte mit dem TS. Hm. Ich habe mal meinen Gain ein bisschen runtergestellt, sodass das Ding sich früher aktiviert, dieses Mikrofon, wenn ich rede. Aha, okay. Weil zur Rauschunterdrückung schaltet sich ja, wenn ich nichts sage, das Mikrofon immer ab. Hm. Ich habe jetzt einfach mal die Schwelle zum Anschalten etwas niedriger gestellt, dann dürfte es sein, dann dürfte es passieren, weniger passieren, dass es einen Teil des Wortes nicht mitkriegt. Ja, dafür leckt es jetzt aber egal. Aber hier sind schöne Höhlen, muss man sagen. Ach shit. Ja, wir brauchen aber Sand, nicht Höhlen. Ja, da unten habe ich aber Eisen gesehen. Ich habe eh keine Spitzhacke dabei. Nice, da kannst du ja voll was mit dem Eisen anfangen. Ja, ich weiß. Ich bin so schlau. Ah, hier sind Hühnchen, sehr gut. Wir müssen uns mal oben eine Farm anlegen. Könntest du das mal übernehmen? Oh Gott, um den ganzen Server nochmal zum Laggen zu bringen. Eine Farm? Ich meine Farm von Brot. Ach so, ich dachte eine Hühnerfarm. Nee. Ich stehe nicht so auf Hühnerfarmen. Ach verdammt. Mein letztes Zeug. Aber da ist eine Kuh, das ist ganz gut. Ah nee, eine Witch. Okay, ich hau ab. Ich hau ab. So. Genau, wir sollten auf die Uhr schauen, wie lange wir aufnehmen. Du rauscht ab und zu mal, 21. Das heißt, wir machen, sagen wir mal, 35 Schluss. So, gibt's da hinten Sand? Ich glaube nicht. Gibt's hier... Oh, hier unten? Nee, es ist Cobblestone. Doch, da unten gibt's Sand. Und ich bin so schlau, ich habe keine... Ich bin so schlau... Ich habe keine Schaufel dabei. Wir haben 20 Schaufeln im Lager, aber ich habe keine dabei. Ja, schade, ne? Ja. Wie viel Sand brauchst du denn? Viel. Wir müssen die gesamten Wände hier mit... Glasblöcken. Ja. Ich wäre auch für Glasblöcke, weil Glasscheiben bin ich nicht so Fan. Und so. Was hältst du davon? Ja, ja. Also ich finde die Idee, Glasscheiben einzuführen, ganz gut, aber es sehen nicht so gut aus wie Glasblöcke, ist halt einfach so. Ich wäre dafür, Glasscheiben zu nehmen, weil die einfach nur besser aussehen. Also als Glasblöcke. Ich wäre für Glasblöcke, weil ich finde, Glasblöcke sehen besser aus. Nee, irgendwie Glasblöcke sehen unrealistisch aus. Eine Scheibe in deinem Haus ist ja auch nicht, keine Ahnung, geht bis zum Fensterrahmen. Hast du kein Panzerglas? Selbst Panzerglas sieht nicht so aus. Selbst Panzerglas hat so eine Fensterbank. Es sei denn, du brauchst natürlich Panzerglas. Ah, ich hab Sand gefunden. Juhu, Java TM funktioniert nicht mehr. Neu starten. Wo geht der sehr schnell bei mir? Ich habe nicht eine SSD. Diese Leute, die eine SSD haben, die müssen unbedingt andauernd damit angeben. Es ist genauso wie mit Fallout 3 beim Release. Ich habe Fallout 3. Fallout 4. Entschuldigung. Fallout 4. Fallout 3, Fallout 4 kann man ja auch mal schnell vertauschen. Ja. Nimmt ja auch fast ein und dasselbe Spiel. Ja. Bloß, dass Fallout 4 schlechter ist. Das ist nie gespielt. Aber ich habe zugeschaut, wie jemand es gespielt hat und das gefällt mir nicht.
beziehungsweise habe angefangen damit jemanden zuzuschauen und habe es irgendwann aufgegeben, weil ja, das gefällt mir einfach nicht, das Spiel. Es ist für mich nicht mehr Fallout. Und das sagen viele, die ja, ich weiß nicht, dieses typische Fallout 3 Gefühl ist nicht mehr da. Aha. Ja. Das Spiel ist beliebter als Fallout 3. Ja, mag sein. Weil noch die Sims, weil es noch die Sims-Funktion drin hat, aber. Was sich natürlich die Sims-Fans dachten, hey, habe ich sogar Postapokalypse und die Sims. Die haben es wahrscheinlich mit dem Addon verwechselt für die Sims. Für die Sims 3. Da habt ihr viel zu viele von. Jetzt das Postapokalypse. Addon, DLC, was auch immer. Nee, ganz ernsthaft, hat's das echt gebraucht? Dass man sich jetzt eigene Wohnungen in Fallout basteln kann. Ich meine, generell, man sucht sich ja immer einen Stützpunkt in Fallout. Mann, 4, ich bin immer so auf 3 gepolt. In Fallout 4. Man sucht sich ja eigentlich im Fallout-Universum immer irgendwo Stützpunkte, wo man Sachen lagern kann und so. Aber teilweise kriegt man das in Fallout 3, jedenfalls noch, kriegt man das durch Questbelohnungen. Das finde ich eigentlich besser, wenn da man bereits bestehende einziehen kann. Und man, ja, ganz ernsthaft, du kannst nicht so einfach ein Haus zusammenzimmern. Selbst wenn es nur eine Blechhütte ist, ist es schwierig. Ja, es ist aber auch sehr unrealistisch, dass du einfach nur als Dankbarkeit ein Haus geschenkt kriegst. Wenn doch genug leer stehen. Es steht in seinem. Tatsächlich im Megatron steht ein Haus leer, ein einziges, und das schenkt er dir. Dafür, dass du. Wofür war das? Dafür, dass du die Bombe entschärfst oder so? Ja. Ja, wow. Ich meine ganz ernsthaft, eine Lebens. Die Bombe ist schon seit 2 Millionen Jahren nicht hochgegangen. 200 Jahren. Boah, Mensch, krass. Ich glaube, ich schenke dir ein Haus. Mit dem Unterschied, dass da Terroristen rumlaufen, die nur darauf warten, dass die Bombe explodiert und einige dazu auch gewaltbereit sind, die Bombe hochgehen zu lassen. Ich rede hier von Mr. Burke und den Leuten vom Atom. Übrigens, ich habe die Bombe hochgehen lassen für die, also, diejenigen, die sich mein Fallout-Let's Play angucken wollen. Ich weiß nicht, die vom Atom sind doch im Grunde genommen nur Spinner, die Bombe anbeten. Ja, wer weißt du, ich meine, letztendlich sind Pegida auch Spinner und ich weiß nicht, wie viele Heime die schon angezündet haben. Mann, Kronos, du darfst nicht so starr denken. Ein Rollenspiel lebt davon, dass man sich in die Welt hineindenkt, dass man selber ein bisschen Fantasie mitbringt. Ja, Entschuldigung, aber du sagst jetzt gerade alle von Pegida zünden. Entschuldigung, das ist auch ein bisschen in die andere Richtung starr, ne? Alle zünden von Pegida zünden Häuser an. Ich habe gesagt, es könnte sein, dass Leute unter Pegida dabei sind. Ich sag ja, dass Pegida im Moment noch relativ harmlos ist, sagen wir es mal so. Harmlos sind die bei weitem nicht, aber relativ harmlos ist im Vergleich, was sie machen könnten. Und dementsprechend, es gibt sicher einige gewaltbereite Idioten, die auch Flüchtlingsheime anzünden. Das darf man nicht unterschätzen. Dementsprechend finde ich, du solltest auch ein Rollenspiel lebt davon, dass man nicht starr denkt. Oder um Sheldon Cooper zu zitieren, die Spieleentwickler können uns nur in gewissen Grenzen Hilfen geben. Die Spielewelt selber müssen wir uns schaffen. Was ich übrigens für eines der besten Zitate aus The Big Bang Theory halte. Weißt du, wie er Videospiele geht? Was? Weißt du, wie er Videospiele geht? Nee, weil er damit eigentlich recht hat, obwohl es eigentlich nur witzig gemeint ist. Weil ich meine, klar, es ist Comedy, es zielt darauf ab, dass man sich lustig drüber macht, über das Klischee eines Nerds. Aber ganz ernsthaft, mit diesem Gedankengriff ist. Also, solange du mir nicht ein Zitat gibst oder irgendwas, dass du weißt. Entschuldigung. Ja, was? Okay. Wir sind hier gerade eigentlich dabei. Aufzunehmen? Perfekt. Ja, dann viel Spaß, tschüss. Tschüss. User left your channel. Okay. Also, solange du mir nicht beweist, dass das Atom die Atombombe hochjagen will, kannst du mir auch so viel erzählen, wie du willst.
Das ist das Problem am Quanon. Das ist das Problem. Er will die, immer guck Beweise mal, haben. Wir sind noch nie hochgegangen. Asylheime haben schon gebrannt. Das ist der große Unterschied. Ja, mit dem Unterschied, dass wir es mit einer realen Welt zu tun haben, während Fallout sich nicht weiterentwickelt. Das heißt aber letztendlich, du kannst, wir sind ja es gewohnt, in einer realen Welt zu leben. Das heißt, du musst, wenn du letztendlich den kompletten Spielspaß haben möchtest, musst du daraus eine, in Anführungsstrichen, reale Welt basteln, indem du dir solche Geschichten oder Szenarios eben dazu erfindest. Ich meine letztendlich, du musst auch nicht dabei gewesen sein, wenn dir jemand davon was erzählt. Du kannst dir darunter direkt was vorstellen. Ich finde übrigens gerade zu Hause nicht mehr. Ja, nur irgendwie... Ach, nicht schon wieder. Okay, ich glaube, wir sollten auf Skype gehen. Ich glaube, wir sollten auf Skype gehen. Also auf jeden Fall... jetzt du kannst auch nicht. Aber du kannst auch nicht einfach nur weil es ein Videospiel ist, einfach nur mal so in die Luft sagen, ja, und die wollen die Atombombe hochgehen lassen, ohne ich hab gesagt, irgendwelche Beweise es gibt vielleicht, dafür zu haben. Ich habe gesagt, es gibt sicher Einzelne darunter, wenn man unter jeder Bewegung, die etwas extremer denken. Hier ist übrigens auch noch mal ein bisschen Sand, aber ich muss jetzt rein. Aber es ist doch ihr Gott, warum sollten sie ihn dann hochjagen? Die wollen doch es hochjagen. Die wollen ihn nein, das ist falsch verstanden. Du hast, weil du nicht lange Fallout gespielt hast, das ist das Problem. Nein, die wollen... Es nicht durch. Die wollen explodieren, die warten die ganze Zeit darauf, dass es explodiert, weil sie explodieren wollen. Mhm. Das ist es. Die wollen... Ich glaube, wir sollten, also wenn jetzt noch einer joint, dann sollten wir vielleicht auf Skype gehen, oder gibt es hier noch irgendwo andere Räume? Ich schau mal ganz schnell. Ja, ich meine, das ist auch... ja. Das Problem ist, letztendlich, das hat uns diesen Server hier empfohlen, den TeamSpeak-Server. Warte mal kurz, ich probiere schnell was aus. Hat sich selber hier eigentlich nur eingeschlichen. Okay, wir können. Und nachdem. Wir können, ja, wir können leider nicht auf den auf die YouTuber-Recording-Ecke gehen. Okay. Ja, auf ist jeden Fall wissen wir es eben vom Senators und der. Dementsprechend kann es öfter mal sein, dass ein paar Leute reinschauen. Sag mal, ist das hier eigentlich unsere fliegende Insel? Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es heimgeht. Ja, das ist natürlich schade. Ja, es ist blöd, weil es auch gerade Nacht wird. Es ist Nacht. Ja. Wäre schon nicht so kleinlich. Eine Spielwelt lebt davon, dass der Spieler sich selbst noch was ausdenkt. Ich muss ja sagen, die Welt aus Fallout ist ziemlich eng gestrickt. Das finde ich schon mal recht gut. Auch dadurch, dass bereits fünf Teile existieren. Fünf Teile? Ja. New Vegas und was noch? Fallout 4? Nein, ja, stimmt. Fallout 1, ja, 2, 3, New ehrlich, Vegas und Fallout 4. Fallout 1 und 2 hast du nicht gespielt. Fuck. Ich hoffe, du hast unser Bett nicht abgebaut. Doch. Natürlich. Tatsache. Ja, ich hab's umgesetzt. Entschuldigung, 2 Meter in der Höhe bringt's dir auch nichts. Da kannst du nicht drin spawnen, da stirbst du. Ja, ich bin jetzt bloß irgendwo ganz anders. Ja, natürlich, bei meinem Spawnpunkt. Stimmt, ja. Ach komm, ey, Quarks. Machst du mich wieder dafür verantwortlich? Ja, dann geh wenigstens runter und hol den ganzen Sand. Ich weiß doch nicht... Ja, wo? Runter? Runter? Okay, ich kann ruhig mal runtergehen. Ja, ich bin da irgendwo gewesen. Irgendwo da. Ja, ich weiß, es ist sehr präzise. Vor allem ist es sehr... Ja. Okay, ich lauf mal wieder. Es ist mal wieder ein Running Gag. Oder auch ein Buch. Ich kann mal irgendwo hingehen und dein Zeug holen. Auch ein Buch lebt nicht davon, dass du... Sind wir schon wieder? Oh Gott, es ist schon wieder einer bei uns drin in der Aufnahme. Mhm. Auch ein Buch lebt nicht davon, dass du es nur allein durchliest, sondern du musst dir eigentlich selber eine Hintergrundgeschichte dazu ausdenken, zu den einzelnen Figuren. Nur dadurch werden sie lebendig. Weil so genau kann man einen Menschen gar nicht beschreiben. Selbst wenn ich jetzt hier meine Lebensgeschichte veröffentlichen würde, ihr würdet mich noch nicht kennen. Selbst wenn ich es über 300 Folgen ausbreite. Das wäre ziemlich langweilig. Das wäre ziemlich langweilig, aber ihr würdet mich zwar genauer kennen, aber ihr würdet mich dennoch nicht kennen. Das ist jetzt komisch auszudrücken, ja, aber es ist so. Ich bin, glaube ich, ich bin nicht weit entfernt, um diesen Ding rum. Such mal ein bisschen.
Ja, wie komme ich da überhaupt runter? Ich habe über einen Stack Sand im Dingens. Ich habe einen Wasseraufzug. Ja, das ist schön. Einen. Irgendwo. Ja, der ist am... Da ich kann ja mal irgendwo den Wasseraufzug nehmen. Wo die Insel am dünnsten ist. Ich kann ja mal irgendwo den Wasseraufzug suchen, um dann... wo die Insel am dünnsten irgendwo, ist. Irgendwo... Sag mal, dieser... Der andere, der bei uns drin ist, der will es aber auch nicht irgendwie runter. Ich sehe keinen Wasseraufzug. Ja, schau halt mal unter der... Schau auch mal von unten auf die Insel. Da, wo die Insel am dünnsten ist, du musst schon ein bisschen nach unten gucken. Da, aus der Richtung, wo ich gekommen bin. Natürlich sind zwei Enden am dünnsten. Aus der Richtung, wo ich gekommen bin. Aus welcher Richtung bist du gekommen? Wann gekommen überhaupt? Als wir die Insel das erste Mal betreten haben. Was weiß ich doch nicht mehr, das ist schon ein Monat oder so her. Oh Gott, ey. Ich dachte, ich hätte eine schlechte Orientierung. Entschuldigung, dass ich mich an Sachen erinnere, die schon über einen Monat her sind. Das ist schlimm, der Quarks hat kein Langzeitgedächtnis. Nee, ich habe nur ein selektives Gedächtnis. Ich erinnere mich nicht an jeden Scheiß. An jeden Scheiß? Ich weiß, wo ihr hochgegangen seid. Ja, ich nicht mehr. Ja, das ist das Problem. Ja, weil es nicht wichtig ist. Es ist wichtig, nämlich jetzt genau in diesem Moment ist es wichtig. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dein beschissener Wasseraufzug ist. Ah, doch, da, jetzt habe ich ihn. Na Gott sei Dank. Ich hoffe, dass es deiner ist. Du kannst auch einen beliebigen nehmen. Das, Hauptsache, du kommst irgendwie runter und findest die Stelle, wo ich gestorben bin. Ich glaube, die finde ich nicht, weil irgendwo in einem Extremhilfsbiom ist nochmal irgendwo als in einem normalen Biom. Ja, lauf halt mal um unsere Insel unten rum. Mach ich gerade. Ich bin sehr nah an einem Berg gestorben. Also in einem Extremhilfsbiom ist das eine sehr genaue Angabe. An so einem kleinen Hügel da. Also ich sehe hier nirgendwo etwas anderes außer Berge. Dann obwohl, Täler sehe ich noch. Dann kannst du ja schon mal nicht falsch sein, das ist ganz gut. Schau, ich hier finde ja, also zum Beispiel einen Sumpf. Wenn ich eine Ebene finde, sage ich dir Bescheid, okay? Ja, ich bin ja auch gleich da, das ist ganz gut. Das ist schon wieder despawned. Ja, und ich wette, die Folge ist bereits um. Ich wette auch. Oder? Ja, die ist bereits um. Okay, ich gehe nochmal zum Quarnox. Da kommt ja nur so vor, oder spawnen in einem Extrem-Hills-Biom mehr Witches? Das kann sein. Ich weiß es aber nicht. Nicht Extrem-Hills, zerklüftet. Stimmt, wir haben ja keine Extrem-Hills. Wir haben ja ein zerklüftetes. Ja, das ist im Grunde genommen dasselbe, also von der Bedeutung der Wörter her. Ja. Ach, shit, jetzt bin ich gleich tot. Danke, ich auch. Ich habe überhaupt keine Nahrung mehr und habe 3 Keulen. Und muss beim Skelett wegrennen. So, und ich schwimm durch den See und ich sing. Wir müssen unbedingt oben eine Weizenfarm einrichten. Wir haben überhaupt kein Essen mehr. Also ich hatte Essen dabei, aber nicht mehr so viel. Ja, schade. Das heißt, es ist vermutlich schon wieder despawned. Ich werde nicht mit unseren Herzen weitersuchen. Ah, echt? Das würde ich dir schon noch zutrauen. Aber nie zeigst du Einsatz. Ist ja ganz schlimm mit dir. Also ich habe keine Lust, genauso wie du, meine Items zu verlieren. Fuck, ich verhungere. Au. Das geht gar nicht. Verhungern kannst du nicht. Ich töte jetzt mal diese Kakühnchen. Immerhin eine Keule. So. Ich glaube, die wird Überlänge, die Folge. Oh, ich glaube, ich sehe unsere Insel. Ich glaube, ich sehe unsere Insel. Vielleicht. Also, wir müssen echt mal... Oder ist das unsere Insel? Nee. Ich merke schon, du siehst sie. Ja, das ist unsere Insel, glaube ich. Das, was ich jetzt so langsam aus dem Nebel... Und nee, die ist das dann eine Verbindung. Oder?
Wer hat sie eigentlich hier so hässlich hochgebaut? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, du, als du meinen Gang zugemacht hast. Damit hat sie die Insel unglaublich verschönert, wenn du dich danach mit Birkenholz und Cobblestone hochbaust. Ich hab mich mit... Nee, mit Birkenholz habe ich mich nicht hochgebaut. Doch, mit einem Birkenholz? Nee, kann nicht sein. Das war ich sicher. Wer hat dich sonst am Ende unseres Gangs hochgebaut, seit der letzten Folge? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, mit Birkenholz habe ich mich nicht... Sag mal, ist das... Das kann wirklich unsere Insel sein. Oh, ich sehe die Stelle, wo ich gestorben bin. Was uns jetzt nichts mehr bringt, weil... garantiert schon wieder despawned. Ja, das stimmt. Das war direkt am Fuß unseres Berges. Oder? War das hier? Ja, ich glaube schon. Verdammt. Okay, ich muss auf jeden Fall erstmal hoch. Ich bringe ein bisschen Hühnchenfleisch mit. Oh, 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 oh. Ich habe noch eine halbe Keule. Wenn es so weitergeht, ja gut, ich habe noch eine Keule. Wenn es so weitergeht, dann, ja, bringe ich auch vielleicht kein Birkenholz mit. Birkenholz. Du verwirrst mich! Ja, auf jeden Fall hat sich der Ausflug voll gelohnt. Vor allem mein Steinschwert ist weg und die vier Diamanten, die ich dabei hatte. Ja, die vier Diamanten. Ja, das war tatsächlich... Du musst mir echt mal... Und so, genau. Du musst dir echt mal beibringen, was Diamanten sind. Ich glaube, ich hatte doch mal einen Forge. Das ist, hat bloß nicht ordentlich funktioniert. Bei Minecraft ein Mysterium. Ich muss mir echt mal wieder auf der Forge-Version reingehen, dann habe ich wenigstens die scheiß Minimap. So, ich baue jetzt mal ganz schnell hier einen... Ach, Mist, wir brauchen auch noch einen Eimer. Ich glaube, ich hatte einen Eimer im Inventar und einen Blumentopf. Er sieht denn erst, du hattest all unser Eisen mit, oder wie? Nee. In den Kisten ist überhaupt gar kein Eisen mehr. Was? Ich hatte kein Eisen. Ja, aber in den Kisten ist kein Eisen mehr. Ach nee, oder? Ich hab nur noch ein bisschen Eisen im Inventar. Also wir müssen uns auf jeden Fall einen safen Abstieg irgendwann mal bauen. Dann hat es der Zähne das vielleicht noch. Aber guck, ich bring ein paar Eier mit. Juhu, ich verhungere. Kannst du Wasser mitbringen? Nee, grad nicht. Hast du die Öfen? Die Öfen stehen da vorne. Okay. Ich hoffe, du hast noch Kohle. Kohle ist schon in den Öfen drin. Gut. Dann kann ja dem ganzen Zeug hier nichts mehr im Wege stehen. Ja, okay, dann war's das für mit dieser Chaos-Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Kranos und Garyo versuchen alles und schaffen gar nichts. Ciao!